Um keine Videos von mir zu verpassen, dann klickt den Abo-Button und aktiviert die Glocke, damit meine Videos bei euch in der Abo-Box angezeigt werden. Hallo und herzlich willkommen mit mir, den Eisenbahn-MC, zu einer neuen Horror-Map. Ich habe einfach mal irgendeine Horror-Map gezogen, die wir heute spielen werden, denn ich habe auf meinem Kanal ein bisschen mal herumgeschaut und die Horror-Maps wurden am meisten aufgerufen. Deshalb habe ich mir einfach mal gedacht, ja komm, spielst du mal eine. Link ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt, weil ich das nicht vergesse, aber es ist höchstwahrscheinlich da drin. Ich würde sagen, dann beginnen wir einfach mal. Ich hoffe, die Sounds sind jetzt nicht so laut, die dürften eigentlich gehen. Hier den Creator von der Map. Wie gesagt, Map ist in der Videobeschreibung, dort könnt ihr es ziehen und selber spielen. Das sind die Rules, ja komm. Da steht sicherlich drin, dass Sounds ganz laut sein sollen. Na? Ja, okay, Armor Stands nicht kaputt machen. Okay. Die Musik aus ist... Okay, passt eigentlich so gut im Großen und Ganzen. Dann würde ich sagen, wir drücken einfach mal den Knopf. Und mir fällt hier gerade was auf, dass ich hier wegen Optifine hier meine FPS-Leiste drin habe. Wo ist denn die? Ist das? Ach ja, Bildrate anzeigen, hier. Dann beginnen wir mal. Es ist morgen. In der Truhe ist nichts. Oh, die Sounds, die sind da ekelhaft. Ich hoffe wirklich, dass es nicht zu laut ist. Ich mach mal lieber auf 30%. Okay. Oh. Ach du Scheiße, hab ich jetzt erschrocken hier. Oh, es ist unangenehm. Das ist ein Buch mit Fragezeichen und lauter Cobwebs. Nehme ich mal mit. Ah, hi! Ach du Scheiße, ich bin erschrocken. Ach du... Oh Gott, mein Herz! Das war unerwartet. Oh Gott. Habe ich mich erschrocken. Oh mein Gott, habe ich mich erschrocken. Mich hat noch nie so eine Minecraft-Karte erschreckt wie jetzt. Das kam richtig unerwartet. Okay. Hinter mir. Ja, ist jetzt zu spät. Oh, ich habe echt Angst vor der Karte. Das war richtig laut. Oh Gott. Was haben wir hier? Mom. Hi. Nee, da gehe ich nicht rein. Kann man vergessen. Ich gehe da nicht rein. Ups. Die Tür geht nicht auf. Das nicht. Bad. Oh, ich habe richtig Angst jetzt. Also, der Jumpscare, der war schon heftig.
Fertig. Oh. Oh Gott, nein. What? What? Da ist eine Tür offen. Oh Gott, die Sounds sind so gut gemacht. Generatorraumschlüssel. Generatorraum. Brauche ich einen Schlüssel dafür? Nee. Bisschen kompliziert hier den Schlüssel hier auszuwählen. Komme ich da irgendwie rein? Button. Ah, okay, dann geht die Tür da auf. Oh Gott, es ist dunkel hier. Was ist jetzt los? Okay, ach so, ich bin schlafen gegangen. Wie kannst du denn nur schlafen? Also ich könnte nicht mehr schlafen. I can see you. Das ist ja schön, dass du mich siehst. Ja, ich will die auch sehen. Ich will die Tür nicht aufmachen, das ist sicherlich was. Oh Gott. Ich hab so richtig Angst. Oh oh. Ich gehe. Ich wurde teleportiert. Ach du Scheiße. Die Map ist übelst gut. Die ist richtig gut. Ihr könnt die auch selber ziehen. Also, ich weiß nicht, ob ich die ganz durchspielen werde. Auf jeden Fall anspielen werde ich die. 15 Minuten lang. So lange wird auch die Folge gehen. Da ist nichts. Mach die Tür auch lieber zu. Da fühle ich mich sicherer. Achso, ich muss hoch. Ich dachte, ich kam von oben. Ich war jetzt, glaube ich, im falschen Film. Da ist ein Knopf. Hallo? Habe ich die Karte kaputt gemacht? Was passiert jetzt? Habe ich was gehört? Also jetzt bekomme ich langsam Angst. Es ist unangenehm, wenn die Tür offen ist für mich. Da hat man so einen fetten Kreis noch mit einem Bildschirm. So fühle ich mich ein bisschen sicherer. Aber ich habe oben den Knopf gedrückt. Ich will wissen, was macht der Knopf überhaupt? Leute, ich werde jetzt mal, glaube ich, ein bisschen schummeln hier, weil ich will wissen, was... Ich will wissen, ob das ein Fehler ist. Ich glaube zwar nicht, aber ich will es aber wissen. Ich werde einfach mal nachgucken, was dieser Knopf hier auslöst. Ob da irgendwas nicht geklappt hat. Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt. Hier. Konnte nicht geleert werden, da es schon bereits leer war. Okay. Dann machen wir mal die Karte lieber weiter. Auf jeden Fall ist anscheinend kein Fehler. Anscheinend muss ich so einen Schlüssel finden. Anscheinend habe ich das irgendwie übersehen. Wo soll ein Schlüssel sein?
Vor allem, ich habe ja gar... Ach, da ist ein Schlüssel. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Ja, dann... Habe ich ja gar nicht gesehen. Ich sollte vielleicht in den Game Mode 2 gehen. In Adventure-Modus. Ist, glaube ich, hier besser für die Regeln. So, jetzt, ja. Oh Gott. Oh. Leute. Ehrlich. Was soll das? Die ist gut, die Karte. Die ist übelst gut. Und die Musik dazu. Die ist übelst gut, die Karte. Was ist das hier überhaupt? Basement Key. Ernsthaft. Was ist das hier? Ja klar, ich heb hier einfach... Perfekt. Kann ich die Tür wieder zumachen? Dann fühle ich mich sicherer. Oh nee, ernsthaft. Leute. Jetzt kommt's wieder. Wetten? Ah, er wurde teleportiert. Wo bin ich denn jetzt? Oh, ist die Karte gut. Das ist irgendwie so Main Control für einen Albtraum. Irgendwie so ein Kontrollzentrum. Irgendwas, was man kontrollieren kann für Albträume. Leave it. Zerstör es. Verlasse es. Ich hab ja, Schön, dass ich das nochmal bekomme, die Nachricht. Leute, was ist das? Verlass es. Was muss ich jetzt hier machen? Ich habe hier einen Basement Key noch. Cobwebs, hier. Der Raum hier, der, wo kann ich Cobwebs setzen? Ach, schade. So, Leute, ich habe die Karte jetzt mal neu gestartet, denn bei der vorherigen Aufnahme habe ich im Chat das Verlasse es beziehungsweise das Zerstöre es sehr ernst genommen. Das heißt, ich bin in Game Mode 0 gegangen und habe diese Anlage da, diese wirklich zerstört. Und das war anscheinend nicht so ganz so richtig und gewollt, deshalb habe ich die Karte jetzt einfach mal neu gestartet und ab hier nehme ich wieder auf. Denn man kann im Chat klicken, das wusste ich am Anfang gar nicht. Wir können jetzt hier entscheiden, wir können diesen Raum verlassen, diesen Albtraum-Kontrollraum, oder den zerstören. Es gibt zwei Enden und das macht eben jetzt diese Entscheidung aus. Wir verlassen jetzt erstmal nur den Raum. Leave it. Thank you.
Ja, das war das schlechte Ende. Aber es gibt ja noch ein Ende. Das kann man hier in der Lobby übrigens dann hier auch noch zurückskippen. Es gibt übrigens noch eine Episode 2. Wenn die Episode 2 länger ist, dann werde ich die ja hundertprozentig auch nochmal aufnehmen, weil ich finde die Karte übelst gut. Wirklich. Keine Karte hat mich so erschreckt in Minecraft wie diese Karte. Wir können nochmal zurückgehen. Das war der falsche Knopf. Das war der falsche Knopf. Wo ist denn der Raum? Hier? Nein. Ach, da. Nein? Hä, irgendwo muss er doch sein. Irgendwo hier. Der ist nicht weit weg. Da haben wir den ja. So, dann gehen wir mal wieder in den Game Mode 2. Und schauen uns das andere Ende an. Das heißt, wir gehen hier wieder zurück. Jetzt werden wir wieder hier zur Rede gestellt, was wir wollen. Diesmal zerstören wir es. Wir wurden teleportiert. Schon haben wir das gute Ende. Und ich stecke im Boden fest. Ich grab mich halt so gerne im Boden ein. Aber was ich jetzt nochmal gucken will, ob die Musik nochmal kommt, wenn ich das schlechte Ende mache. Ich finde die gar nicht mal so schlecht. Leave it. Na? Hallo? Ist die Karte kaputt? Hi. Leute, ich steck fest. Okay, anscheinend ist die Karte kaputt. Ich gehe mal kurz in den Game Mode 1, damit ich hier rauskomme. Anscheinend funktioniert die Karte nicht mehr. Ich finde die Karte so an sich richtig cool gemacht. Also, die hat mich richtig vom Stuhl geschmissen am Anfang. Übelst gut gemacht. Die Karte ist in der Videobeschreibung verlinkt. Dort könnt ihr sie herunterladen und selber spielen. Schreibt eure Meinung in den Kommentaren. Lasst mir gerne ein Like und ein Abo da, falls euch das Video gefallen hat. Und aktiviert die Glocke, damit meine Videos bei euch in der Abo-Box angezeigt werden. Denn YouTube ändert da andauernd was an der Abo-Box und an der Glockenfunktion und an der Abonnieren-Funktion. Ja, das war's mit mir und tschüss.